Alles klar, Freunde, wir sind zurück mit Albano. Das sieht so geil aus. Wir gehen aber, wie gesagt, direkt mal rüber nach Prismana City. Hier ist unser Job eigentlich getan. Sollen wir direkt zu Relaxo? Nee, lass erstmal in Prismana City ein bisschen umschauen. Zur Arenaleiter direkt gehen. Und das quasi auf jeden Fall heute mal machen. Ja, und uns den nächsten Orden holen. Auf jeden Fall an der Stelle. Wir haben gute Chancen. Erika heißt sie, glaube ich. Erika, Pflanzen, sie hat Pflanzen-Pokémon. Dementsprechend sollten unsere Chancen gut stehen. Ah, es sieht so geil aus mit Alpollo. Sieht richtig geil aus. Alpollo sieht richtig geil aus. Das ist geil. Und Alpollo würde ich gerne im Team behalten. Gänge auf Gänge habe ich Bock. Die Frage ist, mit wem tausche ich? GG. Ich glaube, Alpollo ist auch so ein kleiner, den ich ersetzen würde. Noch vielleicht gegen irgendein anderes Pokémon, worauf ich richtig Bock hätte. Aber das sehen wir dann im Laufe des Spiels. Genau. Aber. Das war das sieht am Ende jetzt gut umgesehen. Ich glaube, mehr oder weniger. Den unteren Teil habe ich auch. Das sieht so geil aus. Guck mal, wie groß der auch noch ist. Alpollo, Alpollo. Alpollo. Das sieht echt geil aus. Das sieht geil aus. Das ist echt cool. Beim Fahrradweg waren wir nicht, aber den Fahrradweg nehmen wir, wenn wir nach Fuxania City gehen zum 5. Norden. Was geht hier? Hier waren wir noch nicht. Okay, hier checken wir mal ganz kurz was ab, was hier so abgeht. Hallo. Ja, yeah, okay, nice. Kohldampf. Lol. Gehen wir das Essen? Gibt's das zu essen oder was? Wusstest du, dass unsere Gameplay jetzt noch weiter gibt? Mal hab ich ja schon. Ja, ja, ich war schon da, ich war schon da. Oh! Bitte. Meine Hände zittern. Der will summon, der will heute noch summon. Hallo, Chef. Was? HDF-Job. Okay, wir hatten nichts zu essen, okay, dann piss ich mich halt. Freunde, hier war früher, eigentlich sollte ein Hotel sein. War das das Gebäude? Nee. Dieses Spiel, bei dem man Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Das, da die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte einfach voll in die Luft gehen. Das war das Spiel damals, es war so ein Special Game, wo Pikachu einen Luftballon hatte. Und es war ein Minigame für Pikachu quasi, sag ich mal. Und selbes gab es auch mit Surfer, so mehr oder weniger. Und die Geheimtechnik ist mehr oder weniger von dem. Was, Pokémon? Dieses Gast ist so für Mensch gedacht. Genau, hier war ein Hotel quasi. Und die Programmierer haben hier mal vergessen, also sah noch ganz anders aus, aber wenn du nach rechts gelaufen bist, da war da noch eine unsichtbare PC-Box. Weil das war noch quasi in den Daten. Guck mal, das Gemälde von Gyarados und Arcani. Schei, sieht das geil aus. Das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig geil aus. Props. Okay, was mich gerade frage, ist, ob wir in den Spielhallen irgendwas übersehen haben. Also ob wir das selbst spielen können. Weil früher konnte man diese Spielhallen spielen, auch so Spielhallenautomaten. Aber das hat man, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Pokémon betroffen hat, aber irgendwann, ich glaube neulich sogar, hat man beschlossen, so Glücksspielsachen oder Elemente in Videospielen, mehr oder weniger, ich glaube nicht überall, aber keine Ahnung wo genau, zu entfernen, glaube ich mal. Wegen Glücksspiel, Freunde. Also, Thema Glücksspiel, lass die Scheißhände davon weg. Ganz ehrlich. Okay, aber so viel dazu, ja. Naja, sieht nicht so aus. Aber mit dir haben wir, glaube ich, noch nicht geredet, oder? Letztes Mal. Ah, HDF, komm. Deine Fresse, Junge, ich gehe da kurz hin und vermöbel die. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wannabe, Alter. Spiel du mal weiter. Mager. Okay. Ja, let's go. Gehen wir zu Agenda-Leiterin. Ich hätte auch einfach den Zerstörer einsetzen können. Also ja, die Geheimtechnik. Aber hier geht's auch. Pikachu! Wahnsinn. Hä? Was macht der? Hä? Ah, hier geht's zur Arena drin, ja. Der Glubstadt ist ein Stalker. Ja, die Sache ist, da war noch eine Trainerin. Ich würde die gerne mal kurz abchecken, ob die kämpft oder nicht. Und dann gehen wir rüber. Genau. Ich komme zu dir, passt. Oder kannst du so mit dir reden? Hä? Was macht Alpollo? Apollo sieht sich unruhig um. Lol, was ist los? Hey, Luda, was machst du da?
Hä? Kommt man von hier aus gar nicht in die Arena? Nein, hab ich halt den Weg frei gemacht, komm her. Das Geile ist auch, finde ich, Arcani, auf Arcani war ich zwar schnell unterwegs. Apollo ist, merkst du, so ein bisschen träge, Das, guck mal, der stoppt noch so ein bisschen. Ich finde das cool gemacht, dass jedes Pokémon sich so anders bewegt. Ich weiß nicht, ob jedes ist, aber bei Arcani und Apollo merke ich auf jeden Fall einen Unterschied. Ja, der glubsch einfach, der Stalker. Aber jetzt gehen wir mal rein, let's go, jetzt freue ich mich. Wir kämpfen natürlich auch gegen jeden immer wieder. Ey, was willst du jetzt? Was? Nicht Pokémon in der Arena verpasst lassen. Ja, ich kann mal. Lol. Lol, rasten nicht aus, Mädchen. Lol? Okay. Andere Arena, andere Sitten. Ich komme gleich zu dir, das ist die Arenaleiterin. Wir sehen uns gleich. Sandan war als erstes Pokémon, ne? Ja. Hallo. Bitte kämpfen, danke. So sieht man sich wieder. Wieder? Achso, das ist die, die mich gerade geprüft hat. Ich dachte schon, ey, was für wieder. Okay. Alright. Nichts dagegen. Helene. Helene Fischer. Oh, Mau. Herzbeben. Phonic. Nein, ich wollte eigentlich Eisenhieb machen. Egal. Helene Fischer Konzert. Die war bei uns. Ich, kurz, ob ich erzählen darf. Ich habe gerade aktuell, was heißt aktuell, aber meinen aktuellen Nebenjob, sag ich mal, oder Wochenendjob, ab und zu gehe ich hin, ist als Ordnungsdienst, Sicherheitsdienst, sag ich mal. Und einmal, also bei uns in Stuttgart hier, und einmal war Helene, was heißt einmal, beim Helene Fischer Konzert habe ich mich eingetragen. Man kann sich eintragen, wo man arbeiten will quasi, wo man Zeit hat, etc. bla bla bla. Helene Fischer Konzert war ich und Leco Mio, ich habe davor Helene Fischer natürlich gekannt vom Namen, aber nie gehört. Ich war in der Arena zugeteilt, heißt, ich konnte von der Show schon ein bisschen was mitnehmen oder auch was hören. Leco Mio hat Helene Fischer Party gemacht, du. Also die hat echt für gute Stimmung gesorgt. Arena war ausverkauft und ihre Performance, die war wirklich richtig krank. Also jetzt ohne Spaß jetzt. Props an Helene Fischer. Und der Song Herzbeben, der ist bei mir im Kopf gebrandmarkt. Oh wei. Ich hab so richtig Ohrwurm von dem, wenn ich immer Helene höre, dann denke ich immer an Herzbeben. So kurze Fact am Rande. Ja, Sandan, sehr schön. Wenn du auf 36 kommst, entwickeln dich sofort. Ja, dass immer die Sequenz kommt und so. Hier werden wir es oft sehen. Von dort kamen wir richtig. Gibt's hier noch einen Trainer? Nee. Lol. Total falsch Weg gegangen. GG. Ah, hier geht's weiter. Lol, ich dachte gerade, hä? Keiner weiß. Hallo, kämpfen, ich will. Let's go. Picknickerin Tina. Oh, Floor! Es geht los, Sander. Ole, let it rip. I see, let's go. Okay, nice. Ja, wir kämpfen gegen jeden, Freunde. Muss sein. Muss sein. Training. Training! Muss immer sein. Roberta! Oh, Schönheit. Roberta. Roberta! Also mit Sandan läuft's aber ganz gut. So cool. Ohne Witz. Pocket Pick Sandan. Oder? Ich denke schon. Meow. Udrigaria, jetzt. Sazenia! So schreit Sazenia immer, wenn's. Also in dem Anime. Als
James die benutzt hat, einmal rauskam. Das ist immer so getickt. Aber du kannst jetzt auch raus. Ciao. Oh, Sandan, ohne Spaß. Wie cool der ist. Sandan ist richtig cool. Bisa. Korrekt. Oh nein. Oh. Seid doch nicht so, ja. Hier geht's wahrscheinlich raus. Ne? Pika, pika. Yeah. Okay. Erika, jetzt bin ich gespannt, was für ein Level die hat. Also mindestens 30 sicherlich. Ihre Pokémon. Erika, ich komme. Erika! Du spielst doch die letzte, die mir Liebe tut. Oh, wir haben noch mindestens 2 Gegner hier. Okay, nicht schlecht. Ramona! Raul! Du Flo, let's go. Sander. I see. Sehr effektiv. Oh, okay, krass, die auch noch. Das finde ich gut, dass man so gegen viele Gegner kämpft. Muss auf jeden Fall sein, darf auf jeden Fall auch sein. Yvonne! Die ganzen Astrid und ihren Posen, ey. Aber, ey, umso geiler wegen Sandan fürs Training. Ohne Spaß, richtig geil. Olle, let rip. Hey, Sandan hat's mir so angetan. Ich schwör's dir, der ist so geil. Der ist so geil. Der ist so geil. Tangela. Tangela, keiner weiß. Guck mal. Einfach ein Busch, Fortnite Busch. Keiner weiß. Ciao. Bist aber tanky. Hat sich auch gut geheilt, um ehrlich zu sein. Ist schon gut geheilt. Komm nochmal ein IC. Okay, okay, macht schon gut Schaden. Tangela. Dann geiler. Aber jetzt raus mit dir. Bam. Da ist ganz schön was auf dem Kasten. Ich warne dich. Schlepper mir ja hier keine Käfer oder Feuer-Pokémon rein. Zu spät. Ich habe aber auch Eis-Pokémon. Mein Milady, ich habe auch Eis-Pokémon, Bea, du kleine Güre. Knofensa, Knofensa, Knofensa. Knofensa sieht geil aus, finde ich. Ich finde Knofensa so übel, so. Knofensa, guck mal, wie geil es aussieht. Oh, falsche Attacke. Das war der Bait von Knofensa, aber hat gereicht, okay. Hat gereicht. Knofensa ist echt cool. Und ein Ice Heap hinterher. Jetzt gehen langsam die Ice Heap aus. Knofensa. Aber ich finde, Eisenschweif sieht geil aus von der Animation. Haben sie cool gemacht. Ich glaube, wir brettern mal einen Eisenschweif rein. Wow. Schon cool. Ich finde es gut. Schar-Pokémon waren schon sehr interessant, fand ich, als sie eingeführt wurden. Oh. Geht sicherlich raus hier, oder?
Also rechts geht's weiter, links geht's raus. Okay. So, wann kommen wir zu Erika? Idee? Oh. Geht's hier raus oder kann ich auch gegen jemanden kämpfen? Lass mich das Ganze abchecken. Falls ich kämpfen kann, dann will ich kämpfen, aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, hier geht's einfach raus dann. Ja. Ja, okay. Gut, dann lass uns mal zu Erika gehen, zur Arenaleiterin. Gucken, wie das Ganze bei ihr läuft. Sollten wir kurz Sander und heilen? Haben wir da irgendwas? Upsa. Leider nicht. Auf geht's, Sander. Muss halt so durch. So. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Bei mir ist es nachts. Ach, tut das gut. Einfach mal die Sehne baumeln lassen. Oh, ich wollte gerade schreien. Sag mal, bist du high oder was? Was ist mit dir los? Aufstehen, du bist Arenaleiterin. Ja. Blumengestecke, da liegt das einfach. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? Na, BD, natürlich. Na, ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitten sind, weil sie Pflanzen-Pokémon sind. I've got you. Erika! Tangela! Oh, Tangela war tanky. Oh, Tangela könnte schwer werden. Aber. Oh, Megasauger. Egal, wir tun ihn wiederbeleben und schicken Glutexo raus. Das ist ein gutes Training für Glutexo. Auf geht's. Let's go, Glutexo. Zeig was, komm, Glutexo, let's go. Hast du Niveau S? Sandan wiederbeleben. Damit auch die Erfahrungspunkte mitnimmt. Alles mitnehmen, Leute. Level 34 Glutexo, so easy. Oh, macht schon gut Schaden dennoch. To be honest. Aber wir haben jetzt leider nur immer noch Glut, so. Verstehst du, was ich meine? Warte, so null Schaden. Okay, für Tangela reiz. Zum Glück. Sehr gut. Ultrigarger. Und Giflor sollten wir eigentlich danach sehen. Giflor würde ich gerne sehen. Giflor, komm schon, Erika. Hast du mir einen Giflor danach? Gift-Team. Oh, könnte wehtun. Ja, könnte wehtun, wie gesagt. Streng dich an, Glutexo. Jo, was ist los? Sandan Level 35. Giflor, jawollo. Schick mal Sandan raus, weil Glutexo hat kaum Leben mehr. Komm zurück, Glutexo, war gut. Giflor. Mal gucken, wie Giflor jetzt hier aussieht. Giflor! Olle! The moves! Oh, cool. Wow, wow, wee! Schon groß. Schon groß, Giflor. Und die Fresse, zack. Oh, mega sogar wieder. Oh! Oh, die hat's gut geheilt. Auf geht's, Sandan. Es liegt an dir, komm. Und, Sandan? Look at the moves, look at the place. Oh, Sandan. Sandan, it is. Ein Level noch, mein Freund. Dann sollst du Blizzard erlernen und dann tun wir dich entwickeln. Wie ist es aus, wenn ich die Farbe umbrechen müssen? Dankeschön.
Mega Sorge, perfekt. Bringen wir auf jeden Fall Bisaflow bei. Also Bisaflow ist mehr auf speziell basiert. Sehr schön, Pikachu. Und was sagst du? Freust du dich? Hey, alles cool, alles cool, alles cool. Cool. Haben wir den Ohren auch gut hier an der Stelle? Okay, nice. Bringen wir mal ganz kurz unseren Boy Bisaflow. Mega Sorge bei ihm. Mega Sorge. So, Apollo kann auch Megasauger lernen, einfach. Ah, einfach so. Megasauger. Oh, Loch, Jesus. Einfach B gedrückt. B. Ja, 75. Was? Megasauger wurde gebufft? 75? Weg mit Rasierplatz, würde ich sagen. Nice. Sehr schön, Freunde. Das nimmt doch schon mal ein bisschen Lauf. Oder Form an, sag ich mal. Let's go. Ja. Sehr cool. Die Arena hätten wir geschafft an der Stelle. Jetzt geht's mal schön. Ein bisschen weiter. Machen wir uns mal auf den Weg. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Wenn nicht, dann machen wir uns auf den Weg nach. Lolle. Fuxania City. Jetzt 5. Orden. Dann sollten wir auch in Relaxo gleich begegnen. Auf dem Weg dahin. Bin ich gespannt drauf. Apollo, wie krank groß Apollo einfach ist. Keiner weiß, BD. Einmal heilen, BD, dankeschön. Sehr korrekt, das gefällt mir gerade. Vor allem Sandan. Weil alle oder Sandan, wie gesagt, schon in den letzten Parts noch nie im Team gehabt. Noch nie im Team gehabt. Umso geiler finde ich es gerade. Sandan, ey Sandan, das freut mich mit Sandan echt. Alright, weiter geht's. Quapo! Oh, so. Jetzt bin ich schon. Guck mal, ich kitzel den. Ey, steh auf! Okay, wie machen wir das jetzt? Weiß natürlich, wie wir das machen. So. Steh auf! Schön, Junge. Osaru, was geht? Wer ist das? Mr. Fuji, ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Als ich die Pokéfee gegeben habe, oh, sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn der Relaxo aufwacht, ist das Erste, was es sieht, für Nahrung und Schütze darauf. Glaub mir, sowas kann übel enden. Deshalb sollst du versuchen, es schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar, indem du es gegen es kämpfst. Sobald es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich... Wow, Relaxo ist wohl eine Ausnahme. Ich kann einfach gegen Relaxo kämpfen. Krass, das finde ich gut. Das finde ich gut, weil es war schon hart, Relaxo zu fangen damals ein bisschen. Kampfzeit, oh, ich habe eine Kampfzeit. Willst du gerade verarschen? Kampfzeit 4 Minuten 55. Bis dahin musst du besiegt haben. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Das ist geil. Jena, oh nein. Sein Eisenschleif treffen. Oh. Hey, Sandan, bitte hör doch auf. Kampf, Sandan, wir kämpfen ja auf Zeit, Mann. Steh auf. Ah, ich sollte mit Spezialverteidigung Charakter angreifen. Spezialangriff angreifen. Ah, was mache ich? Missklicks.
Das finde ich echt geil. Kopflos, oh, haut mir die Fresse. Noch ein Schwerttanz und dann können wir angreifen. Ich hoffe, wir machen dann gut Schaden. Weil der hat seine Verteidigung auch gesteigert. Kopflos. Komm, Sandan, ein Eisenschwert. Let's go, musst du jetzt treffen. Und die Fresse. Das ist mein Sandan. Ja, korrekt. Raus mit dir. Oh lol, er ist jetzt gar nichts fangen. Überlebt man jetzt, haut es ab. Überleg mal. Jetzt haut die Ratte ab. Na, glitchits. Wenn sich der auch noch bewegt nach links und rechts, eine Galaxie, du solltest dich nie im Leben bewegen. Dann nochmal so ein. Überleg mal, du vertriebst Galaxo, dann nimmt die Hälfte des Schirms ein. Keiner weiß. Mist, das war knapp. Nice. Korrekt, sehr schön. Oh, sehr cool, sehr cool, sehr cool. 35, sehr schön. Schön, cool. Gucken wir uns der Galaxie kurz mal an. Und Fuji. Okay, alles klar, Fuji. Auch rein, Peace. Wir sehen uns. Schaut mal vor, ich zeig euch was wegen Galaxie jetzt. Kennt wahrscheinlich ein paar von euch. Lass uns erstmal abchecken. Frech? Der ist einfach frech. Angriff hoch, Spezialfähigung runter. Einfach frech, so. Einfach frech. Anyway, das, ich will euch kurz was zeigen mit Relaxo. Und zwar machen wir das Ganze mal kurz so. Schaut jetzt, schaut jetzt. Schaut jetzt, was Relaxo macht. Ihr heult. Oh miau. Oh miau. Oh miau. Einfach an Relaxos Bauch. GG. Galaxo ist schon übel gechillt, gell? Das ist schon ein geiles Pokémon so. Übel der Chiller. Ey, Luxo. Wo ist er? Galaxo ist schon gechillt. Aber ja, wir nehmen Apollo mit rein. Natürlich Apollo mit rein. Apollo. Genau dies. So. Okay. Dodri! Geil! Ich fand Dodri immer cool. Oh nein, jetzt finde ich ihn nicht mehr cool. Jetzt finde ich ihn nicht mehr cool. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Sehr, sehr cool. Schön. Dodri, cool. Das ist dann Dodri. Ey, da ist ein Pokémon. AP plus, okay. Oh, The Dodges, habt ihr das gesehen? Die hat man früher eigentlich fliegen bekommen. Ich zeig euch gleich. Reife Leistung. Oder HDF. Los.
Boah, ich hab bald keine Batterie mehr. Hier hat man eigentlich fliegen. Was ist hier los? Na sowas. Aha, apropos fliegen. Okay, als Term hat, als Angriff gibt es ja noch, richtig, genau. Aber man fliegt jetzt mit der Geheimtechnik. Jetzt lass uns doch die Rüpel hier verhauen. Und dann machen wir Schluss für den Part, würde ich sagen, Freunde, oder? Passt das? Passt das? Cool wäre noch, wenn Schillok und Glurak ein Level erreichen. Das wäre cool, dann würden sie sich auch. Ecki! Ecki! Was ist mit dir passiert, Ecki, sag mal? Du warst mit der Schule so cool unterwegs. Jetzt bist du ein Rüpel geworden, oder was? Dieser Ecki. Oh je, oh je. Oh je, dieser Ecki. Aber du kriegst einen fetten Eisenschleif gegen deinen Kopf. Ja, genau deswegen. Sehr effektiv, schade. Oh! Oh, hält durch um Ose. Oh, genau das, sondern jetzt gibt ihn einen Eisenschleif. Bam! Oh, der Zeit überlebt, lol. Shit up, let's go. Denk ich an Schillok. Mau! Oh, Schillok braucht noch 2 Level. Okay. Ich dachte, der braucht auch nur noch einen. Was? Der ist schneller. Was, sag mal? Das gibt's doch nicht. Komm, Schillok, streng dich an. Jawohl, Blizzard. Okay, wir entwickeln noch Sandan. Sandan entwickeln wir auf jeden Fall noch. Ah, lol, ich freue mich auf Blizzard. Umsonst, merke ich gerade. Legit umsonst, merke ich gerade. Spezialangriff 10, was bringt mir dann Blizzard? Nichts. Gar nichts. Umsonst. Umsonst. Ich habe nicht dran gedacht. Blizzard bringt mir legit nichts. Ich depp. Ich depp. Blizzard bringt mir legit gar nichts. Spezialangriff 10, das bringt mir nichts. Müsst ihr eigentlich gar nicht beibringen, mein zusammen, mein Freund. Nee, ehrlich, das macht schon sehr viel aus. Ich verzichte auf Blizzard, ohne Spaß. Ja, wow, ihr hättet ihn schon davor entwickeln können eigentlich. Lol. Krass. Krass. Slimog. Slimog. Lass mal. Slimog! Schaufel, let's go. Ich schau nochmal zu Sicherheit nach, Freunde. Aber es wird die letzte Attacke gewesen sein von Sandan. GG. Aua! Legit GG. Olle! Das sieht witzig aus. Schlamper. Oh je, auch. Ah, die Rüpel sind schon gut unterwegs, sag ich dir. Sie sind schon gut unterwegs. Und zwar. Ja, Blitzer war die letzte. Keiner weiß. Krass. Auf was gibt denn eigentlich Sandan? Alula von Sandan. Auf Verteidigung. Ja, okay. Obwohl, das ist Sandan, ja. Ja, krass. Ohne Spaß, krass. Das war legit das letzte. Schwebesturz. Nochmal, Britzen Turbo, let's go. Hätten die noch davor entwickeln können, aber wir machen das jetzt zum Abschluss heute, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Rüpel, die wir dappen gleich. Dann macht man das zum Abschluss. Ecki! Ecki, was ist los? Was heißt zum Abschluss? Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz eine Sache abchecken. Das war nämlich. Der lernt nichts mehr. Ja, okay, ja. Was willst du denn noch? ADF, komm. Aber habe ich einen Trank jetzt? Ich glaube nicht, oder? Shit.
egal, wir entwickeln trotzdem mal jetzt hier an der Stelle unser Sandan zu Alola Form Sandama. Schaut an, Freunde. Nanu, Sandan entwickelt sich. Alola Form Sandan. Sieht's cool aus. Guckt jetzt, schaut jetzt her. Olle! Der sieht geil aus. Sieht geil aus, meinst du? Cool, cool, cool. Sehr schön, sehr schön. Oh nein, ich hätte ihn vielleicht trotzdem Blizzard beibringen können sollen. Vielleicht hat er bessere Werte. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Also beste Spezialangriff hat er vielleicht. Ja, 20, nee, darauf kann man echt verzichten. Mich würde jetzt interessieren, wie der aussieht, wenn wir ihn mitnehmen. Sandama, cool. Yeah, guck mal, das sieht, guck mal. Der hat schon was. Alola Form Sandama. Der sieht geil aus. Schön ver... Was ist los, ey? Oh, okay, okay, stopp. Oh, armes Sandama. Armes Sandama. Sorry dafür, mein Freund. Sorry dafür, mein Freund, dass du hier so leiden musst wegen mir. Lass uns, wie gesagt, die Rüppel hier verdreschen, Freunde, und dann machen wir Schluss für diesen Part. Und von hier machen wir dann nächstes Mal weiter. Bewegen uns runter nach Fuchsheimer City, dann an der Stelle auf jeden Fall. Ede, Punker, Ede. Punker. Arbok. Sandama, hast du noch einen für uns, bevor du abkackst? Ich würde es gerne drauf kommen lassen, ohne Spaß, dass ich hier angreife. Komm, ein Eisenschiff hast du für uns, let's go. Nein. Sandama? Nein. Sandama? Okay, ich müsste dich rauswechseln. Müsste ich auf jeden Fall auswechseln. Digga, Mau. Slam Dunk. Wow! Was für eine Animation. Donnerblitze, du. Okay. Die sind schon sterben, schon ein gutes Level, um ehrlich zu sein. 36 jetzt. Wir müssen auch ein bisschen anziehen. Merke ich gerade. Ibitak, easy. Ibitak! Schau doch nicht so nach hinten, Pikachu. Überrumpelt. So, Leute. Kämpfer gegen die Glatze nach da oben. Gegen ihren Boss. Ja, her damit. Ja, ja, das hättest du wohl gern, gell? Komm du nur her, mein Freund. Komm du nur her. Komm du nur her. Lenny. Lenny Kravitz. Ratika, komm du nur her. Also, Glutexo, es liegt an dir. Wenn du alle hier entwickelst, hast du eine gute Chance. Wenn du alle hier entwickelst. Wenn du alle hier besiegst, hast du vielleicht eine gute Chance, dich zu entwickeln, ja? Es liegt an dir, mein Freund. Let's go, zeig was. Strachenwut. Hyperzahn, oh je. Ah, Krip Glutexo, war schön. Hab mich echt gefreut. Wenn du noch einen Hyperzahn abkriegst, dann krepierst du ja legit, Alter. Oh mein Gott. Kannst du nicht, das kannst du nicht sein. Das kannst du nicht sein, um Spaß. Dieser Flo, let's go. Guck mal jetzt. Bam. Dieser. Mega sauber. Her damit. Ja, Glutexo wird das nicht hinbekommen. IG. Aber in dem nächsten Part, in der nächsten Episode werden wir ihn auf jeden Fall entwickeln. Ihn und Shilock. Nice.
Trihorn. Soll dieser Floor machen, komm. Genau, Freunde. Dann würde ich mich langsam schon von euch verabschieden. Wie gesagt, wir machen dann von hier im nächsten Part weiter. Und ja, dann runter. Wir sind auf dem Fahrradweg, werden dann sicherlich gut trainieren, ein paar Pokémon fangen. Und dann bewegen wir uns nach Fuxania City. Bin ich auch noch gespannt. 5. Orden. Genau, Freunde. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich sag jetzt schon mal Ade, Wasche. Ah, leider kein Level Up für Glue. Ja, das war zu wenig, Anyway, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.